Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise of the Haunting. Nachdem wir in der letzten Folge den Turm gefunden haben, haben wir uns jetzt mal hier in so einen Garten portiert. Wir kommen tatsächlich auch hier rein. Gut, dann schaue ich mich erstmal hier draußen um. Okay, es ist nicht tief. Immerhin. Das ist schon mal viel wert. Noch eine Statue. Die Stimmen scheinen von den Skulpturen zu kommen. Das nervt. Ich möchte mal wissen, wer hinter diesen Stimmen steckt. We destroy us. Or save us. We destroy us. Or save us. Walk with us. Walk with us. We destroy us. Or save us. We destroy us. Walk with us. Oh, da ist ein Schlüssel. Für mich sieht das nicht nach Regenwasser aus. Wie denn? Keine Ahnung, aber irgendwas reflektiert hier das Licht. Okay. Können wir uns irgendwie ducken? Sorry. C. Ah, Y geht, okay. Gut zu wissen. Gut, wir haben einen Schlüssel. Mit dem können wir jetzt mal rein. Warte. Ist hier draußen jetzt noch irgendwas Interessantes? Ah! Gerade gucken, gab es irgendwie. Ja, wir haben ein paar neue Sachen, bevor ich das wieder vergesse. Zähl 1 und 1 zusammen. Ich würde sagen, dieser Ort, von dem Raphael gesprochen hat, Rakaia, ist eine andere Welt, so wie der Turm. Er sagte, es gäbe 4 Welten. Rakaia ist nur eine davon. Das Reich des Geistes. Sagen dir deine übersinnlichen Kräfte etwas über den Turm? Nur das, was wir schon wissen. Er verbindet alle Welten und Realitäten miteinander. Das haben wir ja auch schon von Raphael und dem Gnarl gehört. Was sind das für Welten, die der Turm miteinander verbindet? So wie Raphael gesagt hat, gibt es 4 davon. Helet, die Erde, unser eigenes Reich. Rakaia, das Reich des Geistes. Arka, das Reich der Götter. Und Sheol, das Reich der Hölle. Hölle? Was ist ein Tor des Turms genau? Es ist eine Vorrichtung in unserer Welt, die eine Verbindung zum Turm herstellt. Der Turm. Merkwürdiger Ort. Und Raphael? Tja, was soll ich von ihm halten? Der letzte der Gärtner. Er behauptet, er wäre der Führer des Turms. Schien nett zu sein, bat um Hilfe, hat nicht viel verraten. Aber hat er etwas zu verbergen? Ja, das ist halt die Frage. Was haben wir hier noch? Ja, gut, einiges. Der Raffi. Dieser Typ, Raphael, was hältst du von ihm? Er sagte, er sei der Letzte der Turmführer oder so ähnlich. Der Letzte der Gärtner. Soweit ich mich erinnere, sprach er davon, dass er uns helfen könnte, allerdings nur indirekt. Wer könnten diese Gärtner sein, die Raphael erwähnt hat? Ich glaube, Raphael hat erzählt, dass sie alle umkamen, als der Ire im Turm aufgetaucht ist. Raphael, Freund oder Feind? Er scheint jedenfalls gute Absichten zu haben. Er sagte, er wäre der Letzte der Gärtner des Turms, der Letzte seines Standes. Warum ist er im Turm geblieben, wo doch alle anderen ums Leben gekommen sind? Irgendwie kam er mir so vertraut vor, wie ein alter Freund. Vielleicht ist es aber auch einfach nur seine Art. Arka, eins der 4 Reiche, von denen Raphael gesprochen hat. Göttlichkeit. Das Reich der Göttlichkeit.
Raphael hat uns vor dem Iren gewarnt. Hast du jemals zuvor von ihm gehört? Nein, aber ich kann mich erinnern, dass Raphael ihn beschrieben hat. Er sagte, der Ire sei eine Art Ding, ein lebendiges Etwas, auf ewig dazu verdammt, im Turm umherzustreifen und unbesonnene Reisende zu verschlingen. Der Ire, diese Stimmen, die wir im Turm gehört haben, vielleicht war das der Ire, die Stimmen der Seelen, die er verschlungen hat. Wo kommt er her? Warum ist er dazu verdammt, im Turm umherzuwandern? Und was, wenn die Magie an diesem Ort irgendwie... naja, irgendwie versagt. Könnte der Ire sich dann auch in unserer Welt frei bewegen? Wäre er überhaupt noch aufzuhalten, wenn er erst einmal die Kluft zwischen den Realitäten überwunden hätte? Okay, also der Ire, ich sehe es ja kommen, dass wir nachher unter Zeitdruck von dem gejagt werden und unter Zeitdruck von A nach B rennen müssen. Sollte machbar sein. Ich meine, es war jetzt nicht so unglaublich eng in dem Turm, aber na, mal schauen. So, dann haben wir, glaube ich, hier draußen erstmal nichts mehr von Interesse. Wie es scheint. Da kämen wir wieder zurück. Die Tür ist zu. Verbarrikadiert, damit keiner da rauskommen kann. Oder rein? Das hängt wohl davon ab, auf welcher Seite du stehst, oder? Genau, so, hier ging es ja rein. Ah, okay. Okay, das war's. Es ist ein bisschen dunkel. Kannst du vielleicht die Lampe mal wieder anmachen? Aber sonst scheint hier echt nichts zu sein. Okay. Kurz speichern. Ja. Okay, nächste Tür. Ah, da brauchen wir den Schlüssel für. Okay. Eine Karte. Aber wovon? Wahrscheinlich von dem hier. Du da drinnen. Ja, du, der du Adam hast. Du kommst hier nicht mehr raus. Komm allein und komm jetzt. Woher zum Teufel kennt er meinen Namen? So sei es. Wir werden kommen, Adam. Mach deine Seele schon mal bereit. Die Masken gehören jetzt mir. Der Gnarr war zu lange fort. Bereite dich auf dein Ende vor. Okay, ich gucke mir aber erstmal die Karte an. Was hast du jetzt davon? Runenhandbuch. Aha. Okay, was die... Erde. Okay, welche Rune was bedeutet? Okay, gut. Dann speichern wir kurz und machen uns mal kurz um euch. Rest ist Kleinvieh. Nee, nochmal ein dickerer. Aber für den dicken will ich, glaube ich, mal kurz den Stab verwenden. Sparen wir ein bisschen Munition. Bist du ungefähr so stark wie die Pistole? Gut zu wissen. Aber halt dafür mit unendlich Munition und einem aufgeladenen Schuss. Der nochmal ordentlich was an Schaden rausballert. Alles klar. War's das? Sollen wir es wieder zurück?
Ich glaube, gefühlt ist jetzt nicht mehr allzu viel hier zu erledigen. Wir haben auch 6 Tote. Ich weiß nicht, wird der nochmal stärker, der Stab, dass wir irgendwie mehr aufladen können, weil sich schneller auflädt. Bin mal gespannt, was das noch wird. Aber ja, gefühlt war das jetzt erstmal alles hier, oder? Verbinde das Gesicht und die Seele, Reister. Werde eins, um den Turm zu gelangen. Du solltest wissen, dass du vor dem Turm stehst und über das Recht auf Einlass verfügst. Mhm. Ist mal nichts Neues. Alles klar. Wieder zurück im Turm. Neues Kapitel. Diesmal erwartet uns hier niemand. Könnte im Osten. Ja, gefühlt ist ja sonst hier auch erstmal nichts, oder? Irgendwas stimmt nicht mit dieser Säule. Du machst mich ganz nervös. Die magische Kraft ist zwar gering, dafür aber sehr mächtig. Okay. Irgendwas die Dinger? Ich habe ihn gesehen und doch fürchte ich ihn nicht. Habe ich hier das Ding schon aktiviert? Scheinbar. Ja, okay, die sind jetzt irgendwie nicht mehr. Okay, dann bleibt uns erstmal nichts anderes übrig. Ist in Ordnung. Dann gehen wir halt nochmal zurück. Hier noch irgendwas? Nope. Gut, was Neues zum Fisch? Raphaels Feuer. Hier waren wir schon einmal. Geht. Wir sind wieder zurück. Das rührt sich keinen Millimeter. Ah, okay. Jetzt hat sich das geöffnet. Moment, bevor hier irgendwas uns anfällt. Guten Tag. Ah. Ein Handrelief. Wenn das ein Handabdruck ist, dann garantiert nicht von einem Menschen. Gut, dann gehen wir das nochmal an. Da regnet es gerade so ein bisschen rein. Eine alte Rüstung. Die Einzelteile werden mit Draht zusammengehalten. Vermutlich, damit sie nicht auseinanderfallen. Das hier sitzt bombenfest. Die sind absolut fest. Ja, können wir die jetzt auseinandernehmen? Oder zumindest einige? Jede Menge Gänge. Die Frage, womit wir mal anfangen? Oh. Hier liegt jede Menge Geröll rum. Dieses Gebilde sieht nicht allzu sicher aus, oder? Das ist aber auch nichts von Interesse oben. Einfach nur undicht, okay.
Dann bleibt uns erstmal nichts anderes übrig. Hey, was ist das? Sieht aus wie eine Gebietsmarkierung, die eine magische Grenze markiert. Da könnten wir draufschlagen, tatsächlich. Ups. Ah, vielleicht können wir damit Gegner platt machen, wenn die da rauskommen. Gut zu wissen. Sehr merkwürdig. Dieser Ort ist echt merkwürdig. Jo. Na, komm. Moment. Kurz nachladen. Ich hänge fest. Ich hätte immer das mit dem Zauberstab testen können. Eine goldene Bodenplatte mit Schlangenmotiv. Scheint nicht zu funktionieren. Aber hätte ich die Schlangen vielleicht doch nicht alle abgeben sollen? Dann müssen wir natürlich nochmal zurück. Da muss ich nochmal ein paar Schlangen holen. Ich guck mal oben, ob vielleicht noch was da ist. Vielleicht ist jetzt zufälligerweise gerade eine Schlange da. Aber dann müssen wir tatsächlich gerade mal zurück. Ich hatte ja schon alle aufgereiht. Okay. Autsch. Aber das sollte ja relativ schnell gehen. So, hier haben wir jetzt das Zimmer, genau. Da ging's raus. Hier geht's ins Arbeitszimmer. Dann nehme ich die doch vielleicht nochmal alle mit. Ich meine, hier stehen sie ja nur unnütz rum. Und da wir das Inventar scheinbar nicht überladen können. Ist das ja, glaube ich, auch okay soweit. In Ordnung. Dann nochmal zurück. Du gehst jetzt aber nicht weg, oder? Nee. Das eine, was wir jetzt angehen konnten. Alles klar, nur zumindest finde ich mich einigermaßen zurecht. Das ist ja auch nicht so normal. Gut, was bringt das jetzt? Ah. Hier so von der Seite, wenn wir draufstehen. Ein Kugelschließer. Ist bestimmt ein Portalchen wert. Viel wichtiger ist, dass wir noch nichts gefunden haben, was wir damit öffnen können. Gut, das heißt, soll ich das draußen jetzt auch nochmal probieren? Vielleicht öffnet sich hier jetzt ja auch noch irgendwas. Ja. Macht aber glücklicherweise keinen Schaden. Von daher ist das, glaube ich, ganz praktisch. Hier ist irgendein obskures Muster eingewebt. Sehr seltsam. Was meinst du? Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. In das Gewebe ist eine Abschirmvorrichtung integriert. Du meinst, man stellt sich drauf und ist vor etwas geschützt.
Weißt du auch wovor? Ich würde sagen, das finden wir mal in der nächsten Folge raus, oder? Noch geht's ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.